geht's dir? Mann, Alter, spinnst du ja nach reinzuhauen? Ich hab nicht sie treffen wollen. Hast du aber. Hol ihr lieber ein bisschen Eis. Hol du ihr doch Eis. Du hast diesen Scheiß hier verbockt. Ich glaube, sie kommt zu sich. Caro, es tut mir leid, das habe ich nicht gewollt. Naja, wäre doch viel schöner, wenn das mit Absicht gewesen wäre. Kannst du mal die Fresse halten? Wieso, willst du mir jetzt auch noch eine reinhauen? Hört auf, alle beide. Alles klar. Brauchst du Eis? Soll ich die ins Krankenhaus fahren? Nee, geht schon. Das sieht nicht gebrochen aus. Ach. Praktizierst du neben deiner Hausmeistertätigkeit auch noch als Arzt, oder was? Nein, hab ich auch gesehen, wie du schlägst. Ich fahre nach Hause. Ja, soll ich dich fahren? Nee, auf gar keinen Fall. Was machen wir denn jetzt? Ich liebe dich. Ich dich auch. Vielleicht ist das Ganze auch totaler Blödsinn. Diese sogenannte Liebe. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass du jetzt gehst. Ja, los, verschwinde. Raus aus diesem Raum, raus aus meinem Leben, los, verpiss dich raus! Das ist jetzt nicht das, wonach es aussieht. Du kannst dich hier nicht wie ein eifersüchtiger Gockel aufführen. Die Sache zwischen dir und Caro ist vorbei. Fertig, aus. Was geht nur in dir vor? Was machst du bloß? Morgen. Hey. Was soll denn der Schal? Ist dir kalt? Ja, und ich finde ihn schick. Trägt man diesen Sommer so. Echt? Hab ich noch nirgends gesehen. Kommt noch. Okay, das ist hier gerade wie in einem Western. Habe ich irgendwas verpasst? Nein, alles normal. Bis später. Da fällt mir ein, ich wollte noch was mit Caro besprechen. Wollen wir nicht vielleicht alle zusammen? Später. Was ist los? Nichts, wieso? Ich bin nicht blöd. Was ist los? Was ist das denn? Wie ist denn das passiert? Bist du geschlagen worden? Wer war das? War das dieser Sascha? Was? Nein. Hat Tore was mitbekommen? Hat er ihn deswegen so angeguckt gerade? Nein, Sascha hat mich nicht geschlagen. Sascha? Okay, das gestern tut mir ehrlich leid. Ich war einen Tick drüber. Ein Tick? Ja, es war ein Scheißtag und dann ergibt eins das andere. Mhm. Also, bist du ungut? Ja, ich bin auf den Nachttisch geknallt mit dem Kinn. Beim Sex. Voll wild. Mit Sascha. Ja, ich sag das. Voll peinlich. Süße. Ich bin nicht derjenige, bei dem du dich entschuldigen solltest. Und wenn du es machst,
meins ernst. Können wir kurz reden? Ich wüsste nicht, worüber. Über das, was gestern passiert ist, vielleicht? Du hast dich einmal mehr zum Affen gemacht, also nichts Besonderes. Caro, jetzt lass mich nicht so hängen. Ich lass dich hängen? Das ist ja wohl das Letzte. Du kannst froh sein, dass ich im Gegensatz zu dir mich noch einigermaßen unter Kontrolle habe, sonst würde ich jetzt sowas von ausflippen. Aber sowas von, das willst du nicht erleben. Lass mich sofort raus. Nicht bevor wir geredet haben. Ich flipp gleich aus. Ist mir egal, gib mir eine Minute. Zeit läuft. Okay, du hast recht, ich habe mich wie ein Idiot benommen. Und das tut mir leid. Und dass ich gestern so die Kontrolle verloren habe, das ist mir unglaublich peinlich und das tut mir leid. Ja, das sagtest du bereits. Aber ich kann das erklären. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, es ist so. Sascha und ich. Ich mag ihn nicht besonders. Tatsächlich? Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Ja, und ich finde auch, ihr passt nicht wirklich zusammen. Also, ich freue mich, dass du jemanden gefunden hast, aber muss es ausgerechnet der sein? Ich glaube auch nicht, dass er wirklich gut für dich ist. Denkst du? Ich mache mir halt Sorgen um dich. Kannst du mal was dazu sagen? Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Ja, ich glaube schon. Weißt du, was ich denke? Ich denke, das ist alles ein Haufen gequirlter Dreck. Warum sagst du nicht einmal die Wahrheit, Tore Hellström? Was soll das sein? Dass du Sascha nicht magst, weil du eifersüchtig bist. Das ist es doch. Gut, okay, vielleicht war ich gestern eifersüchtig. Aber der provoziert mich auch ständig. Ich fasse es nicht. Und was ist mit dir? Du willst meine Schwester heiraten? Du bist eifersüchtig. Was? So ein Schwachsinn. Außerdem geht's hier nicht um mich. Doch. Weil, was ich sagen will, ist, dass ich verstehe, dass da noch ein Rest Eifersucht zwischen uns ist. Oder dass ein Rest Eifersucht bei dir da ist. Ist ja auch kein Wunder. Bitte? Ja, schließlich waren da mal Gefühle zwischen uns, auch wenn die mittlerweile vielleicht ein bisschen verblasst sind. Resteifersucht, verblasste Gefühle. Warum sagst du nicht endlich, was du wirklich fühlst? Okay, du willst wissen, was ich wirklich fühle? Ja. Was ich wirklich fühle? Ja. Gut, Caro. Was ich wirklich für dich fühle, ist... Die Minute ist um. Was? Ja, du wolltest eine Minute, die hattest du, und jetzt würde ich gerne gehen. Du willst jetzt gehen? Jetzt? Ja, unbedingt. Ich habe das schon mal mit dir durchgemacht. Noch einmal ertrage ich das nicht. Also lass mich in Zukunft bitte einfach in Ruhe.